Herzlich willkommen zum Vortrag Open Source Control für Campingfahrzeuge. Es ist so ein bisschen so anschließend. Letztes Jahr habe ich ja über diese, Campingfahrzeugschlösser berichtet. Und so aus dem, ja, man besucht jetzt halt so ein Camp und man beschäftigt sich halt mit seinen Fahrzeugen. Ist jetzt so die Idee, mal sich da auch ein vernünftiges Steuerungskonzept zu überlegen. So was die Hersteller sich so ausdenken, das ist alles sehr unbefriedigend und passt halt auch nicht so in unsere Fokus, was wir halt als Nerds haben will, wie man ein Fahrzeug steuern will. Und erstaunlicherweise haben sich auch schon viele andere Gedanken gemacht und sind eigentlich bis jetzt schon tolle Sachen rausgekommen. Um was geht's eigentlich? Einmal so Motivation, warum wir das tun. Und dann kommt man halt selber so in so einen Bereich, so Hersteller erzählen einem nicht, was sie machen. Das Thema Verschlusssachen. Was möchte man dann eigentlich so in so eine Steuerung rein implementieren? Ich gehe so ein bisschen rein, was ich mir so bis jetzt als Controller überlegt habe. Das ist ein Projekt zum Mitmachen. Also bis jetzt existiert ein rudimentärer Schaltplan. Dadurch das Campage-Projekt und zeitlich halt noch das Layout nicht fertig, wird wahrscheinlich in ein, zwei Monaten fertig sein. Und dann auch gerne, dass man da rein noch seine Commits reinmacht und gerne Ideen noch einbringt. Und noch am Schluss noch mal so ein bisschen, was so an Reaktionen vom letzten Talk vom letzten 2018 gekommen ist. Warum möchte man es tun? Es gibt keine einheitliche offene Lösung. Es gibt die meisten Fahrzeuge, haben verschiedenste Bedienkonzepte. Jedes Gerät hat eine eigene Idee. Das Ganze kann nicht miteinander reden, ist nicht kompatibel. Es gibt Fahrzeuge, haben CAN-Bus, wir haben Linbus, wir haben proprietäre Fernbedienungen. Es gibt nicht wirklich eine brauchbare Fernsteuerung, dass ich halt auch so meine Heizung von ferner stellen kann oder zum Beispiel ein Fahrzeug, was irgendwo geparkt ist, auch irgendwie monitoren kann, ist damit alles in Ordnung, dass auch vielleicht auch Tag stehe, das Ganze auch so gedacht ist, dass das halt auch Langzeit zum Beispiel von einer kleinen Solarzelle oder von einer Aufbaubatterie betrieben werden kann und einfach weil es geht. Wie sieht es halt zurzeit momentan halt aus? Was hat so ein Fahrzeug? Also wenn man mal in so ein Fahrzeug hineingeht beim Händler oder auf einer Messe, dann sieht das meistens so aus. Ich habe da so ein Rudel am Bedienteil. Dann habe ich da irgendwie so eine nette Steuerung, mit dem ich dann halt meine Batterie in 5 Stufen angucken kann. Ich habe da in der irgendwie ein Heizungsbedienteil. Dann gibt es dann wieder was, um meine Jalousie rauszufahren. Ich habe dann wieder was, wo ich mir meine Treppe herausfahren kann oder wie ich dann noch meine Heizung einschalten kann. Und das alles ist jetzt nicht einheitlich. Es ist irgendwie da hingerotzt worden und ist eigentlich irgendwie nicht das, was ich gerne haben möchte. Das ist in der Mitte, kommen wir noch gleich zu, das ist so das einzige Bedienteil, was dann Internet-ready ist, komme ich später noch zu, für was das überhaupt nicht Internet spricht. Meistens, was wir eigentlich bedienen wollen in so einem Fahrzeug, ist erstmal Heizung und Klima. Da gibt es halt die Firma Truma, das ist ein deutsches Unternehmen, was eigentlich Marktführer ist für diverse Gasheizungskonzepte, was im Campingfahrzeug ist. Es gibt auch Dieselheizungen. Dann gibt es mittlerweile sogar eine Warmwasserheizung, die heißt Alde, die ist auch von der Firma Truma irgendwann mal gekauft worden. Man kann das auch mittlerweile irgendwie alles irgendwie bedienen. Und das Ganze wird mit einem hochkomplexen Bus, das nennt sich TI-Bus, gesteuert. Ja, erstmal fragt man sich, was ist TI-Bus, habe ich noch nie gehört, das guckt man sich in irgendeinem Specs an, findet man erstmal nichts drüber. Ja, dann hat man dieses Bedienteil, was man eben schon mal auf dem Bild gesehen hat, das nennt sich Bedienteil CP Plus Internet Ready, das heißt, damit kann man Internet machen. Ja. Um das Ganze internetfähig zu machen, muss man dann noch eine Truma E-Netbox kaufen. Das ist natürlich auch zum Sonderpreis. Im Campingbereich ist alles sehr günstig. Kommen wir gleich zu, das kostet halt alles irgendwie Unsummen. Also allein um jetzt seine Heizung mit einem Handy ein- und auszuschalten, muss man knapp 600 Euro investieren. Wenn man jetzt nicht technikaffin ist und will das auch noch vom Händler einbauen lassen, sind wir da gleich im Bereich von 800 bis 1000 Euro, was sowas mit Einbau kostet. Nur, dass ich eine App habe, um meine Heizung ein- und auszuschalten oder gucken, was die Temperatur hat. Na, dann habe ich mir das natürlich besorgt. Ich habe es irgendwie gebraucht, im Internet besorgt. Das ist dieses Bedienteil. Drunter gleich mal den, oh, ist ja Linbus, weil es ein Linbus-Transceiver drauf. Und dann gibt es noch einen CI-Bus, was da auch noch drauf ist. Das Ganze ist eine STM32-CPU und ein kleines Schwarz-Weiß-Display, ein Drehrad. Und dieses Teil kann dann zum Beispiel mit einer Klimaanlage oder mit der Heizung reden. Und ich kann da schon wesentlich komfortabler einstellen. Also meins habe ich gekauft. Was da als Bedienteil für die Heizung drin war, war ein Poti und ein Schalter, wo man die Heizung in Warmwasser oder Unterheizung oder Oberwasser einschalten kann. Und ein Drehrad, wo ich die Temperatur auf plus minus 5 Grad genau einstellen konnte. Das ist schon etwas besser.
Das hat zumindest eine Zeitsteuerung und ich habe da zumindest schon mal genau die Temperatur einstellen. Wohlgemerkt, die Heizung hat ihren eigenen Temperatursensor. Da muss ich eigentlich, naja, warum ich da nicht gleich die Temperatur richtig einstellen kann, weiß ich nicht. Naja, dreht man das einfach um. Sieht man, ist so ein kleiner STM-Controller drauf. Netterweise gleich ein ARM GTEC-Connector, der ist original nicht bestückt, bei meinem jetzt schon. Ist aber, kommen wir gleich zu, also man kann da tatsächlich mit dem ST-Link drauf zugreifen. Unten sehe ich so netterweise ist eine RLF-Buchse, wo halt dieser Bus drauf liegt, wo ich die Heizungen und das Bedienteil, das wird einfach alles parallel auf einen Bus gehängt. Ja, ich habe halt dann diesen Chip gefunden. Oh, okay, ist ein Linbus, ist relativ einfach, ist, wenn Linbus noch nicht gehört hat. Es gibt den üblichen CAN-Bus im Auto, das ist halt ein Bus, ein Bit differenzielle Leitung, kann ich ein Megabit oder mehr drüber sprechen. Und dann hat man sich überlegt, zum Beispiel Linbus wurde erfunden für eine Autotür zu betreiben. Da sind Schalter dran, um meinen Spiegel zu steuern, da ist ein Motor dran, der das Fenster hoch und zu macht, da ist eine Zentralverriegelung dran. Und das kann ich einfach über diesen Linbus steuern. Linbus ist ein Einwire-Protokoll. Man braucht zusätzlich zur Masse nur eine Datenleitung und läuft mit Fahrzeugspannung. Also in einem PKW mit 12 Volt und in einem LKW läuft das mit 24 Volt. Gibt keine Anforderungen darauf, ist relativ langsam, aber es reicht einem wirklich eine Leitung, die muss nicht differenziell sein und ich kann einfach aus dem Kabelbaum eine simple Leitung benutzen. Unten sieht man eine zweite Möglichkeit, eine Buchse zu bestücken, da komme ich später noch zu. Und man sieht auch oben, rechts neben dem Prozessor ist noch ein weiterer SO8-Platz frei. Das ist einfach ein weiterer Linbus-Controller. Das CI-Bus ist der Caravan-Industriebus, komme ich später noch dazu. Wenn ich darüber steuern will, muss ich dann wieder ein spezielles Bedienteil haben, was halt diese Anschlüsse bestückt hat. Dieser ARM-GTEC drauf, ein kleiner DC-DC-Wandler, wird vom Fahrzeug versorgt. Und versorgt dann das Panel da mit 3,3 Volt. So, naja, habe ich dann gleich mal den ST-Link noch auf die Schnelle vor dem Easter Egg angeschlossen. Das ist erstmal read-protected. Müsste man sich mal angucken, was man machen muss, um da mal die Firmware rauszudumpen, um mal anzuschauen, was da drin ist. Ja, aber im Prinzip braucht man es nicht. Es ist ein Linbus. Man kann mit dem Linbus-Analyzer drauf zugreifen und sich das später auch mal anschauen. Dann gibt es dazu diese Trummer Enet-Box. Ja, dann kriegt man da so einen hochsophisticated Kasten aus Kunststoff. Ja, es sind zwei von diesen TI-Bus-Linbus-Anschlüssen dran. Das Ding spricht Bluetooth. Also ich kann mit der Trummer-App sozusagen da per Bluetooth reden. Es ist ein GSM-Modem drauf. Zwingend Voraussetzung, dass ich meine Heizung steuern kann. Ich muss aber dieses vorher erwähnte Bedienteil besitzen. Also ich kann jetzt nicht einfach nur diese Box kaufen und sagen, ich nutze die App, sondern ich muss erst 270 Euro für ein Bedienteil ausgeben, dann nochmal 270 Euro für diese Kunststoffdose. Und es gibt dazu noch so ein, was man unten drunter sieht, so ein Teil, das kann ich unter eine Gasflasche stellen. Da ist auch einfach nur ein Ultraschallsensor drin, der die Füllhöhe der Gasflasche misst. Und das hängt auch per Bluetooth da dran. Naja, gleich mal aufschrauben, bevor man es einbaut, erstmal reingucken, was ist denn da überhaupt drin. Ja, man sieht, es war nicht viel drin. Unten diese drei Stecker, das sind diese TI-Busse. Oben ist eine SIM-Karte drauf, ein GSM-Modem und ein Bluetooth-Chip. Gleich nochmal genauer drauf geguckt. Ja. Das ist eine TI TM412 Cortex M4 CPU, sind zwei von diesen bekannten NXP-Lin-Transceivern drauf, dieses GSM-Modem. Und ja, ich habe meine E-Mail runtergemacht, das muss ja nicht jeder wissen, dass ich rumtelefoniere. Aber es spricht kein Internet, das ist ein GSM-Modem. Wir sprechen hier per SMS. Also man hat diese App spricht, wenn man sie nicht per Bluetooth verbindet, schickt SMS hin und her. Ja, man sagt auch erstmal aua, so, wenn man sich dann überlegt, es hat einen gravierenden Vorteil, es funktioniert ohne Cloud. Ich kann tatsächlich, auch wenn mal der Service abgeschaltet wird, funktioniert es noch. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Anachronismus, dass man in der heutigen Zeit per SMS und die einzige Authentifizierung ist die Absendernummer SMS. Ich muss einmal per Bluetooth dieser Box sagen, das ist meine Handynummer und jede SMS, die die richtige Absendernummer hat, kann mein Auto fernsteuern. Da ist also überhaupt keine Sicherheit dran. Ja, und man sieht auch so, na, die Kompetenz solcher Heizungshersteller geht schnell zu Ende. Das ist der Hersteller von dieser Platine. Und das haben die sich wirklich einfach da dran doktern lassen. Man hat jetzt nicht einfach ein Bedienteil gebaut, was das einfach mit kann, wo ich sage, ich bestücke da hinten einfach noch dieses GSM-Modul und einen Bluetooth-Chip, sondern ich brauche eine extra Box, die ich wieder einbaue. So, dann weitergeguckt, was gibt es denn noch davon? Dann gibt es ein hochsophisticated Trummer-Diagnose-Tool, was man quasi dort auch nochmal anschließen kann. Das ist eine Box, ist ein USB-UART drin, ein Mikrocontroller, ein NXP-LPC,
2136, der USB-UART. Sie nutzen lustigerweise einen Carline-Driver, also das ist eigentlich aus der ODB-Schnittstelle, um den Linbus zu treiben. Ein kleiner DC-DC-Wandler und zweimal dieser TI-Bus, was man sich da bauen lassen hat. Gucken wir sich natürlich an, ist natürlich nicht von Truma selber, die haben auch dieses Produkt zugekauft. Und wenn man halt reinschaut, sieht so aus. Hier unten nochmal die Pinouts von den Truma-Bus. Es gibt einmal so einen Mover, das ist links unten dieser Stecker, das ist so ein Leiterplatten-Direktstecker. Und unten nochmal diese Belegung des RJ11-Steckers, 12-Steckers. Und auch noch die Bestätigung, dass das halt nicht von Truma gemacht ist. Netterweise, wenn man dieses Teil bei dem Hersteller kaufen wollte, sieht er ein bisschen anders aus mit Schraubklemmen statt dieser Stecker, kostet schlappe 530 Euro. Habe ich gesagt, naja, Linbus anzugucken ist jetzt nicht schwierig. Also wenn man jetzt das Fertiges kaufen will, gibt es hier von Microchip einen Linbus-Analyzer, gleich in passender Dose, kostet irgendwie 40 Euro, ist komplett frei. Also die Firmware ist öffentlich und auch das Layout ist öffentlich. Man kann es auch einfach auf einen kleinen Mikro-Pick-Controller drauf machen. Es gibt aber auch mittlere Implementierungen für ein Arduino, um Linbus zu sprechen. Ne, habe ich mir das auch mal angeschaut. Also auf dem GitHub sind so die ersten Protokolle. Gibt es so auch eine GUI-Software, wenn man gucken will, gibt es ja auch für Linux. Und hängt man einfach parallel zum Linbus und dann kann man sich schon mal zumindest die ganzen Protokolle angucken. Was spricht da eigentlich untereinander? Mittlerweile sind schon die ersten Logs von weiteren Leuten, wo man mal sieht, was passiert, wenn ich eine Heizung kommandiere, wenn ich die Heizung ein- und ausschalte. Das muss man im Prinzip dann einfach auf den Reverse-Engineeren, um zum Beispiel Eigensteuerung zu machen. Es hat natürlich gesagt, so eine gemeinsame Steuerung für ein Fahrzeug, das können wir uns auch mal selber ausdenken. Hat dann die Fahrzeugindustrie auch gemacht. Dann gibt es, wo wir zum Thema Verschlusssachen kommen, den Caravan Industriebus, nennt sich dann CI-Bus, ist auch nichts anderes als Linbus. Und das kommt von dieser, gibt einen Caravan Industrieverband, in dem man dann natürlich auch wieder Mitglied werden muss. Und die haben sich das halt auch überlegt, da machen wir einen eigenen Bus. Hinten liegt man mal so, was sie auf ihrer Homepage an angeblichen Herstellern, die alle dran sind. Lustigerweise, wenn man irgendwie auf so eine Messe geht und sich Fahrzeuge anguckt, ist da nicht wirklich viel von drin. Und das fängt dann schon ein. Wir haben hier dieses nette Pamphlet. Das nennt sich hier Geheimhaltungsvereinbarung CVD Arbeitskreis CI-Bus. Ich muss halt erstmal so ein Pamphlet unterschreiben von 6, 7 Seiten, was alles verboten ist, dass ich nichts darüber sagen darf, wenn ich da mitmachen will. Ich muss wahrscheinlich auch noch Mitglied in diesem Verband werden. Dazu gibt es noch eine Kooperationsvereinbarung, die ich auch nur unterschreiben muss, dass ich da auch nur bestimmte Dinge tun darf in diesem Bus. Und im Endeffekt ist es eigentlich vom Grundgedanken ganz nett. Ich habe hier irgendwie eine zentrale Steuerung in meinem Fahrzeug und kann dann mit allen Systemen sozusagen reden. Wirklich durchgesetzt hat sich nur im ganz geringen Raum. Und dann sind es halt auch so nette Sachen. Aus Sicherheitsgründen darf zum Beispiel dieser CI-Bus nicht direkt mit der Heizung reden. Obwohl es absolut physikalisch derselbe Bus ist, es ist alles Linbus. Nein, ich muss dieses Sonderbedienteil von Truma kaufen und muss dann erstmal einen Truma-Bedienteil, also genauso wie dieser Enet-Box, ich muss echt nochmal 270 Euro investieren und dann noch das spezifische Panel vom Hersteller haben, wo auch nichts offengelegt ist, um überhaupt eine Heizung zu steuern. Und die Heizung ist an sich ein geschlossenes System. Das heißt, die hat ihren eigenen Temperatursensor und die regelt sich alleine. Ich kann der Heizung nur sagen, geh an oder aus, mach Warmwasser oder Warmwasser und Heizung und kommandiere eine Temperatur. Und das darf ich nicht tun, weil das ist ja gefährlich und aus Sicherheitsgründen könnte ja was passieren. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Also es ist eigentlich illusorisch, was man da eigentlich alles steuern will. Es gibt eigentlich außer dieser Heizung oder Klimageschichten und zu dem Batteriesensor, wo ich später noch komme, eigentlich nichts wirklich Spezielles. Hier auch mal ein Foto gefunden. Das rechts ist so ein Beispiel von einem Wohnwagen, wie so ein Bedienteil aussieht. Also sie haben da auch so ein kleines Mäusekino-Display und man kann so ein bisschen was steuern. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von so einem Bedienteil, wo einfach hier die zweite Buchse quasi drin ist, wo ich dann quasi das Bedienteil, was ich rechts steht, dort anschließen muss. Das heißt, ich habe wieder so, ich habe das Bedienteil, ich habe das Heizungsbedienteil und habe wieder eine totale Wirrwarr an Bedienteilen und ich habe es nicht offengelegt und eine wirkliche Fernsteuerung, dass ich jegliche Komponenten fernsteuern kann oder irgendwie ein Monitoring meines Fahrzeugs habe, habe ich nicht. Also meine Entscheidung war, CI-Bus ist ganz nett, nein danke, ist nicht wirklich verbreitet bis jetzt, ich muss einen NDA unterschreiben, ich brauche dann wieder das spezielle Bedienteil des Herstellers, was mir dann wieder die Linbus-Befehle vom CI-Bus in den TI-Bus transliert.
Und ich kann teilweise, wie bei der Heizung zum Beispiel, nicht direkt mit den Komponenten sprechen. Ja, ich sage, ist eigentlich nicht das, was wir haben wollen, sondern hier geht es darum, ein Open-Source-Projekt zu starten, was wirklich alle Komponenten steuert. Dann kommen wir weiter. Ja, jetzt überlegen, was will man eigentlich steuern? Erstes an so einem Fahrzeug oder gerade wenn ich autark stehe, ist zum Beispiel mein Energiehaushalt. Zum Beispiel das Batteriemonitoring. Wie viel Energie habe ich? Habe ich eine Solarzelle oder habe ich über Strom geladen und stehe jetzt zum Beispiel hier wie auf einem Easter Hack oder vielleicht bei der GPN draußen und ich muss das eine Woche aushalten. Da hat die Fahrzeugindustrie schöne Sachen. Ja. Gibt zum Beispiel hier diesen Heller intelligenten Batteriesensor. Der ist relativ günstig, der kostet 13,50 Euro. Ist eigentlich so ein Sensor, wie man hier unten links unten sieht. Das wird einfach an den Minuspol geschraubt, ist in fast jedem modernen deutschen Fahrzeug mittlerweile integriert. Das heißt, ich könnte sogar, wenn ich ein Wohnmobil habe, sogar da von der Fahrzeugbatterie mir die Daten dann abzeigen. Ist tatsächlich ein komplettes System on Chip drin, was mir ein komplettes Batterielernen macht. Gibt es auch irgendwie fertig für ein Wohnmobil zu kaufen. Das ist dieses rechte Bedienteil, das heißt wieder ein Bedienteil mehr, um da ein oder zwei Sensoren auszulesen. Und allein dieses Set mit diesem Bedienteil kostet 300 Euro. Das ist einfach ein kleines Display mit vier Tasten und die Anschlussmöglichkeit, um diesen Sensor da anzuschließen und wegen ein Stück Kabel und so ein Sensor. Ne? Da auch wieder das Problem, ja, Fahrzeugindustrie, wenn man dann auf dieses Datenblatt dieses Sensors guckt, stellt man fest, okay, ja, es gibt diesen Sensor, er wird mit diesem Stecker angeschlossen, das ist Plus, das ist Linbus. Und wenn es dann weitergeht, steht es mal schnell, ja, ist halt NDA. Irgendein Spion hat mir dann diese Doku besorgt. Es gibt tatsächlich zwei Generationen davon. Das Ding ist halt ganz lustig, weil man kann hier tatsächlich alles mit aus. Man kann erkennen, ob diese Batterie defekte Zellen hat. Man kann den Strom messen, der rein oder raus geht. Sobald die Batterie angelernt ist, kann er die Kapazität sagen, Zellenschluss sagen. Ich kann auslesen, wie viel Start-Stopp-Zyklen für mein Fahrzeug ich mit dieser Batterie noch erreichen würde. Ich kann Batterietyperkennung bei der Generation 2 machen. Eigentlich ist das eigentlich, ich brauche nicht mehr. Ich habe da wirklich alles drin. Kommt später zu, es gibt auch schon mittlerweile Open-Source-Implementierung davon mit dem Arduino, wo man diesen Sensor schon so weit reverse-engineert hat, dass man sich im Prinzip alle Parameter daraus auslesen kann. Ist vielleicht auch irgendwie für autark eine Gartenhütte oder sowas interessant, weil ich habe da wirklich ein exzellentes Batteriemonitoring. Ich brauche dann zum Beispiel einen ganz simplen Solarregler, der einfach dafür sorgt, dass die Batterie nicht überladen wird und das komplette Monitoren anzeigen, was die Batterie noch können. Die Alterung der Batterie kann ich über diesen Sensor auslesen. Was man sich weiter noch anschauen muss, was für Komponenten möchte ich denn ansteuern? Da zum Beispiel natürlich die Trümmerheizung, das ist eigentlich das Standardmodell, was in jedem modernen Fahrzeug drin ist. Wenn es jetzt, glaube ich, ab 2010 ist, dann können auch diese Bedienteile dieses Linbus-Protokoll sprechen. Bei älteren Bedienteilen sagen sie, dass man da die Platine austauschen muss. Ich glaube, das kann man auch selber mal organisieren, dass man da versucht, mal die Firma zu engineeren und das abzudaten. Es gibt diese Heizung, das ist diese braune Walze da oben, das ist so eine Kombitherme, das ist meistens irgendwo ein Fahrzeug verdüht, die erzeugt haben warm Wasser. Lustigerweise auch so ein Mover, um einen Wohnwagen zu positionieren, den kann man damit steuern. Das mittlere ist so eine Staukastenklima, die in irgendeinem Staukasten verbaut wird. Dann gibt es so Dachklimaanlagen und ganz rechts, das ist diese Warmwasserheizung, was auch irgendwelche Fahrzeuge verbaut haben. Und das kann ich alles über diesen Linbus, AKCI-Bus steuern und habe das mit alles drin. Bei Klimaanlagen gibt es noch einen weiteren Hersteller. Der ist dann schon ein bisschen weiter. Im Handbuch ist die Belegung der Linbus-Schnittstelle. Finde ich schon mal sehr nett. Da muss man sich auch mal kurz anschauen, was man da drauf sprechen muss. Und dann kann man diese zwei verschiedenen Modelle, auch Staukasten oder Dachklimaanlage, komplett über Linbus steuern. Also auch das ist schon fertig und da sie sind wenigstens so frei und zu sagen, ja, das ist das Pinout. Und da muss man einfach nur mal zwischen Bedienteil schauen, was sprechen die da drüber und dann kann man auch diese Geräte steuern. Was ich auch so im Open-Source-Bereich mittlerweile, was Fahrzeuge betrifft, was Leute schon gemacht haben, sind so One-Wire-Sensoren, sind auch sehr günstig. Gibt es halt diese 18B20, die sind halt relativ preiswert. Und die kann man halt auch zum Messen, zum Beispiel um Temperaturen im Fahrzeug zu messen, Warmwassertemperaturen, welche Temperatur hat mein Kühlschrank. Und die muss ich auch einfach mal, die kann man so Proximity powern über das Board. Dann kriegen die quasi Versorgungsspannung von dem Board und haben da
Dazu einfach die Versorgungsspannung drauf, kann ich relativ einlesen. Wenn ich mal irgendeine Analogspannung habe, gibt es auch kleine ADTs, die ich da einfach dranhängen kann. Zum Beispiel manche Tanksensoren geben eine Gleichspannung raus. Oder es gibt zum Beispiel hier unten schon zu sehen das fertige Relaisboard. Wenn ich jetzt irgendwas fernsteuern will, kann ich mir dann im Bereich der Stromversorgung einfach so eine Relaisbox einlegen. Ich brauche da einfach nur eine Leitung hinlegen und kann das gleich steuern. Was ich weiter im Fahrzeug habe, sind halt solche Tanksensoren. Ich habe einen Abwassertank, ich habe einen Frischwassertank. Auch das interessiert sich, sieht mich, was da eigentlich drin ist. Ja, und in meinem Fahrzeug ist halt auch so, da hängt so ein Ding mit vier Stäben, wie man das Blaue da unten sieht. Ja, da kann ich halt sagen, das Ding ist leer, 25, 75 oder voll. Ja, das ist auch nicht so optimal, kann man vielleicht auch über so einen I.O.-Baustein auslesen. Oder wie rechts unten das Modell, das ist zum Beispiel eins, das misst das kapazitiv. Und da fällt dann zum Beispiel einfach eine Gleichspannung raus, mit dem ich einfach dann das einmal kalibriere und dann kann ich darüber den Füllstand relativ genau ablegen. Weitere Überlegung war halt, was möchte man reinbauen? Was will ich eigentlich alles überwachen? Kam ich dann so auf diese Punkte. Ein Linbus soll natürlich rein, werden auch drei Stück werden. Weil zum Beispiel diese Batteriesensoren gibt es mit verschiedenen IDs. Die gibt es mit ID 1 oder 2. Oft kriegt man halt einen bestimmten, weil der gerade günstig irgendwo bei eBay beim Teilehändler zu haben ist. Bräuchte ich dann zwei verschiedene Busse. Ich habe dann dieses Trummer-System da, was die E-Bus stimmt, dass ich vielleicht einen eigenen habe. Ich habe eine Dometic-Klima. Um da zu verhindern, dass man eventuell sich mit irgendwelchen Kommandostrukturen ins Gehege kommt, weil sie teilweise auch so ungenormte Frames benutzen oder lange Frames, habe ich gesagt, mach mal drei Stück drauf. RS-485. Ich habe mir auch mal so dieses AC-Monitoring angesaut. Ich habe bei mir einfach so einen kleinen elektronischen Stromzähler rein und der kann eigentlich alles für 35 Euro. Der hat eine RS-485 Modbus-Schnittstelle. Da kann ich mir alle Parameter, aktueller Verbrauch, Strom, Spannung direkt aus so einem kleinen Zählermodul, was ich noch in den Sicherungskasten mit einbaue, direkt auslegen. CAN-Bus. Wohnmobile haben einen CAN-Bus. Der Controller, wo ich später zu kommen, der hat einen CAN-Bus-Schnittstelle drauf. Kann man einfach mit drauf machen. Das ist eigentlich nur ein 1-Euro-Chip und später einfach dort Erweiterungen sich überlegen, dass man zum Beispiel Parameter aus dem Fahrzeug ausliest oder zum Beispiel auch mal Sachen vorne am Display anzeigen lässt oder sowas, wenn man das ein bisschen reverse-engineert, dort auch mal den Fahrzeug mit anzubinden. Diese One-Wire-Geschichte, wie erwähnt, dann natürlich soll es auch reine Hardware-Inputs haben, Analog-Inputs, ein paar ADCs, die man vielleicht auch noch mit einem entsprechenden Spannungsteiler versieht, digitale Inputs, ein Display-Interface. Also hier soll es ja auch ein entsprechendes Touch-Display angesteuert werden. Auch ganz wichtig, was drauf kommt. Ich habe im Fahrzeug eine 12 oder 24 Volt Versorgung. Ich will natürlich auch gleich die passende Betriebsspannung erzeugen, das und entsprechend mit einem vernünftigen Schaltregler, der mir alle Versorgungsspannungen auf dem Board erzeugt, dass ich da nicht wieder ein Kabel verhaue. Weitere Überlegung war, so ein NRF-Bluetooth-Modul zum Beispiel drauf zu machen. Das ist dann auch so variabel, was man bestücken kann. Oder ein ESP-1211-Modul, wenn ich ein WLAN machen will. Oder wenn es in sophisticatere Fernsteuerung gehen soll, dann zum Beispiel ein Raspberry 3B draufzustecken, der zum Beispiel, wo es schon fertige OpenHAB-Implementierung gibt, was auch schon Leute gemacht haben. Oder zum Beispiel, wenn man diese Homatic-Funksensoren machen, gibt es ein fertiges Modul für 20 Euro, was schon diese ganze Protokoll macht. Das ist eigentlich auch in der aktuellen Homatic-Zentrale drin. Das kostet 20 Euro, wird per I²C gesteuert. Habe mich auch schon ein bisschen umgezeugt. Es waren halt Leute, also finde ich auch lustig und eigentlich toll, dass sich Leute einfach auch ganz selber mal Gedanken gemacht haben, was man mit so einem ganz normalen Arduino Duo schon erreicht hat. Das ist mal so ein Beispiel, was ich so gefunden habe, was Leute schon programmiert haben. Einfach an einfachen Bedienoberflächen, die man in so einem Fahrzeug machen kann. Das unten in der Mitte zum Beispiel, das ist von jemand, der hat diese komplette Batteriesensorgeschichte eigentlich schon komplett implementiert. Da gibt es schon eine fertige Sketche für das entsprechend zu steuern. Und es finde es eigentlich schon ganz toll, was sich Leute überlegt haben. Und das soll so ein Ansatzpunkt sein. Jetzt erstmal die vorhandenen Steuerungen, Ideen, die es hat, mal auf den Prozessor zu implementieren und aufs Display. Womit auch schon zum Prozessor kommt. Was nehmen wir dafür? Ich habe mir so ein bisschen umgeguckt, habe auch mal ein paar aus dem Umfeld unterhalten und bin dann auf einer STM32-Plattform gelandet. Habe mich ein bisschen umgeguckt. Soll auf jeden Fall eine Low-Power-CPU sein, weil hier auch das Thema autark stehen ist. Es ist so geplant, dass wir wirklich das System so weit wie möglich runterfahren können, alle nicht benötigten Komponenten abschalten. Denn Temperatur in einem Wohnmobil reicht ja, wenn ich die alle paar Minuten messe. Ich muss nicht permanent einen One-Wire-Sensor versorgen, sondern ich kann das wirklich alles herunterfahren. Kommen wir gleich zum Schaltplan, was ich mir überlegt habe, wie man verschiedene
Funktionsgruppen rumkommt. Entschieden habe ich mich dann finally für einen STM32L475. Gibt es erstmal so, nennt sich IoT-Board. Es hat lustigerweise so eine Arduino-Schnittstelle, ist irgendwie ein Bluetooth, ein WLAN drauf, kostet irgendwie 40 Euro in etwa. So als erste Idee, das als Plattform zu benutzen, weil dieser Controller hat halt 6 serielle Schnittstellen drauf, es hat eine native CAN-Schnittstelle drauf, es hat genug SPI-Schnittstellen drauf, hat eine I²C-Schnittstelle drauf, mehrere I²C-Schnittstellen drauf, hat ein Quad-SPI-Interface für ein Flash. Und hat schon zum Beispiel CAN-Bus-Implementierung drin, eine Linbus-Implementierung drin, eine Modbus-Implementierung drin, wo ich sagen, den First Layer sozusagen schon relativ gut abhandeln kann. Kann auch von weniger technikaffinen Leuten auch durchaus über Arduino-IDE programmiert werden. Das soll ja auch ein Projekt sein, was auch Leute benutzen können, die vielleicht nicht eine Tool schon bauen können, wo man relativ einfach machen kann. Beide überlegen so, was soll auf so ein Board drauf? Einmal natürlich die CPU. Unten das entsprechende Display, das ist hier ein Display mit einem FDI-Biste-Controller, komme ich gleich noch dazu. Eine CAN-Bus-Schnittstelle, momentan 3 Linbus-Schnittstellen. Ein One-Wire-Hub, das ist ein 8-fach-One-Wire-Hub, das heißt, ich kann 8-mal Proximity-Power-Sensor anschließen, das Ganze wird per I²C angebunden. Und das Ziel soll halt auch sein, diese Versorgungsspannung abzuschalten. Dann rechts die entsprechenden Schaltregler, einmal einen entsprechenden Regler für diese 3,3 Volt. Der hat auch eine entsprechende Low-Power-Erkennung, zum Beispiel wenn das unter eine eingestellte Spannung fällt, um eine Tiefentladung zu verhindern, schaltet sich das System komplett ab. Dann gibt es einen 3-Ampere-Regler, zum Beispiel um einen Raspberry zu powern. Auch der ist über den Controller abschaltbar. Andersrum kann man dann sozusagen dem Raspberry kommandieren, fahre dich jetzt mal runter, der meldet über ein GPIO zurück, ich bin runtergefahren und dann schaltet man ihm die Versorgungsspannung weg, zerstört aber nicht gleich die SD-Karte. Ja, und dann sind noch 3 weitere Spannungen, nochmal eine 3,3 Volt und eine 5 Volt Spannung für Sensoren und der Peripherie. Also auch diese ganzen Transceiver, wenn die sich nicht ins Sleep-Mode schicken lassen, den kann man dann auch einfach die Versorgungsspannung wegnehmen und dann kann ich hier wirklich mit sehr wenig Strom dieses Board in Betrieb halten. Und unten nochmal ein weiteres 5 Volt für das Display. Display haben die meisten so ein Standard Amazon Display genommen. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Die normalen Displays, die man so bekommt, haben so ein 16-Bit-Parallelinterface, nimmt halt relativ viel Portpins. Es gibt das nette Display hier. Das ist mit einem FTDIE, heißt dieser Controller, gibt es auch mittlerweile im neueren. Und der Vorteil ist, das ganze Display steuere ich einfach nur über eine SPI-Schnittstelle und ich muss mich um das ganze Display-Aufwand nicht kümmern. Das ist relativ simpel. Ich kann zum Beispiel einfach einen Text kommandieren, schreibe mir die an die Stelle in der Schriftgröße, in der Farbe und das Display macht. Es läuft völlig autark und netterweise kann man auch diesen Flachbandkabelstecker hinten noch drauflöten, weil da ist so ein Folienkabel dabei, was vielleicht nicht gut zu handeln ist. Und kann man dann einfach hier an den Controller anschließen. Dann kommen wir auch schon mal, das ist so dieser Schaltplan von diesem Display-Controller, der dabei ist. Ich habe es jetzt von Waterrot gekauft, es gibt sicher noch andere Lieferanten dafür. Und das Vorteil ist, diese Display gibt es mit einem kapazitiven Touch, während diese normalen Displays also einen resistiven Touch haben, der sich dann halt nicht so toll bedienen lässt. So, das erste Keycard-Projekt neben dem Badge, wie gesagt, ist nur ein Screenshot. Habe halt verschiedene Funktionsgruppen. Der Schaltplan ist mittlerweile auch schon im GitHub, könnt gerne eingesehen werden, ihr könnt gerne darauf committen. Erster Teil sind die Schaltregler. Habe mich jetzt hier für Maxim-Schaltregler entschieden, weil wir da halt Kontakte drin haben. Im Endeffekt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist egal. Und ganz wichtig, das sind 60-Volt-Schaltregler. Diese 60-Volt-Schaltregler können 60 Volt ab. Das heißt, auch wenn ich mal so Transienten im Auto habe oder bei einem 24-Volt-Fahrzeug, ist allein die Ladeschlussspannung bei knapp 30 Volt. Da kann mir eigentlich auch nichts passieren. Ich bin da weit weg von. Habe aber noch eine entsprechende Störung oben in der Mitte, die Einspeisung. Da gehe ich halt mit meiner Batteriespannung rein, ist noch so eine Kfz-Sicherung drauf. Und dann habe ich einmal, man sieht diesen Transistor, mit dem ich quasi diese Schaltregler dann alle über den Controller abschalten kann. Und der obere hat zum Beispiel auch einen Reset-Pin, zum Beispiel, wenn die Spannung zu weit absinkt, dann schaltet er tatsächlich Versorgungsspannung ab. Und wenn die Versorgungsspannung wieder hochgenommen ist, dann gibt er auch einen definierten Reset-Impuls an den Controller, dass der auch sauber wieder hochfahren kann. CPU-Section ist im Prinzip, wir haben hier einmal unten diese Display-Anschlüsse, einmal mit diesem FPC-Stecker, wir haben oder diesen Flachbandstecker.
ist noch alles noch ein bisschen rudimentär, ist noch nicht alles verbunden. Wir haben oben eine Quad-SPI-Flash und einen Micro-USB-Anschluss. Was habe ich oben eigentlich drauf? Also das G-Tech. Oben rechts ist der ARM-G-Tech, der ist auch mit bestückt. Man kann dieses Board eigentlich direkt per Filesystem flashen. Man kann den mit dem Bootpin auf High ziehen und dann kann man den einfach die Files draufschreiben. Aber wenn man wirklich mal Step debuggen will, kommt auf jeden Fall auch dieser Footprint von diesem ARM-Connector drauf. Das kostet eigentlich nur ein bisschen Platinenplatz. Dann habe ich hier entsprechend die Transceiver. Das sind jetzt so ähnliche, die sprechen alle drei Linbus-Protokolle und SAJ-Protokolle. Da sind drei Linbus-Interfaces drauf. Hier auch nochmal drei Stück um Kollision. Ich habe nur Batteriesensor mit ID 1 oder 2 oder ich habe ein Problem mit Heizung oder Klima, dass ich hier entsprechend entsprechend Redundanz habe. Ein CAN-Bus-Interface und unten ein RS-485, den ich zum Beispiel mit Modbus mit einem Stromzähler reden kann oder auch in einem Homatic-Wire-Komponente oder ähnlichem. Dann hier die entsprechende Konnektierung zum Raspberry. Dort werde ich wahrscheinlich mit dem Raspberry nur seriell reden, weil wir im Prinzip nur Statusinformationen oder Kommandoinformationen austauschen sollen. Das ganze System soll wirklich nur auf dem STM32 laufen, der sich um die ganzen Schnittstellen kümmert, um die Layer kümmert, um die Regelung kümmert. Und die Fernsteuerung kann ich über ein WLAN-Modul machen, ein ESP-Modul. Ich kann unten mit dem Bluetooth-Modul. Und das soll so wahlweise sein. Das kann ich dann einfach, je nachdem, wie ich es ausstatten will, auf dieses Board stecken. Und dass ich da entsprechend mir auch entscheiden kann, wie variabel möchte ich es bestücken. Das ist alles so gedacht, dass ich diese Module auch abschalten kann, dass die Versorgungsspannung abschalten kann und dass ich da auch alles in den Sleep-Mode schicken kann, wenn ich es nicht brauche. So, das hier nochmal die Konnektierungen, auch schon angefangen, diese Konnektierungen zu bauen. Hier unten sieht man diese zwei Interface-Stecker, einmal für dieses Dometic-Linbus-Stecker, die nehmen RJ45, für das andere ist dann halt dieses TI-Bus von Truma. Und alle Steckverbinder werden so Vago-Klemmen, wo ich direkt die Drähte drauflegen kann. Ich habe es gerade auch erfahren, dass es die auch mit schon mit dem Hebelchen gibt, diese Vago-Platinenprint, ganz neu. Und dann kann ich auch einfach dieses Board, einfach die Drähte drauf anschließen. Ich brauche keine Spezialstecker. Ich muss im Fahrzeug nicht löten. Und es soll ja auch ein Modul sein, was man jemand, ich habe Lust da drauf, wenn das Modul fertig wird, der Interesse hat, die werden dann zum Selbstkostenpreis abgegeben. Ich habe schon jemanden gefunden, der mir das netterweise bestücken würde. Und er macht gerade so ein komisches Gesicht, weiß nicht warum. Und das soll einfach so sein. Das ist ein Projekt, was ich gerne haben möchte. Auch mein Wohnmobilhändler Interesse, es wird frei verwendbar sein mit Namensnennung und ich gebe meinen Quelltext wieder raus. Und es soll einfach ein Impuls sein, einfach zu sagen, hier ist ein tolles Modul. Ja, Board habe ich auch angefangen, aber das sieht momentan noch eher so aus. Also, das ist noch im Fluss. Ihr könnt gerne noch Ideen reinbringen. Der Schaltplan ist auch nicht fertig. Ich schätze, es wird noch ein, zwei Monate dauern, bis ich da, also zum Camp werden, möchte ich die Boards da haben, dass wir welche zum Spielen haben. Da werden wir auch genug Campingfahrzeuge haben zum Reverse-Engineeren. Das ist dann alles da. Und auch an meinem Fahrzeug darf rumgespielt werden. Volle Freigabe, da kann an allen rumgedreht werden, was man möchte. Weil, ich habe hier Linbus dran, das ist alles da. Und man kann da gerne auch mal gucken. Und die IBS-Sensoren habe ich auch schon, die muss ich noch einbauen. Diese Linksammlung, ich werde diesen Vortrag auch nochmal auf das GitHub schmeißen. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt. Hier ist der GitHub Licht auf dem Münchner CCC-Linhub. Fragen kommen wir gleich zu. Ich habe ja noch den Nachtritter vergessen. Das ist eine Creative Commons Lizenz, darf frei verwendet werden. Nur was man contributet, ist halt auch wieder frei. Es darf auch gerne kommerziell verwendet werden, weil wenn ein Hersteller es gerne nehmen möchte, gerne. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, habe ich ja noch versprochen. Ich habe ja letztes Jahr diesen Generalschlüssel-Talk gehalten, der doch durchaus Wellen geschlagen hat und man es immer noch ganz nett ist. Es hat eigentlich nur ein Hersteller darauf reagiert. Er hat gesagt, ja, okay, diese Generalschlüssel sind jetzt im Umlauf und hätte ja eigentlich nicht sein dürfen. Und der größte Hersteller, der eigentlich fast die 50-70% der Fahrzeuge ausstattet, hat es komplett ignoriert. Ja, ist halt so. Ich habe keinerlei Kontakt von dem Hersteller bekommen. Auch auf E-Mails meinerseits wurde im Vorfeld nicht darauf geantwortet. Es ist immer noch erstaunlich. Ich habe auch letzte Woche war ich noch beim Wohnmobilhändler, wo ich mein Wohnmobil geparkt habe und habe den Kunden, habe ihm das mal vorgeführt. Der hat es und habe das auch mal den Kunden gezeigt, der dann Gebrauch gekauft hat. Sagt ja, okay, ist was zu tun. Und wenn man mal jemand das zeigt, sag mal hier, du hast eine Sicherheitslücke in deinem Fahrzeug, ja, ist jetzt nicht so toll. Ja, also selbst Händler wissen das nicht. Es ist halt immer ein bisschen schwierig.
Ich werde gerade für diese ganze Schlossthematik, werde ich gerade mal den nächsten Service Guide machen. Es gibt auch keine Dokumentation, wie man diese Schlösser tauscht, was man da machen kann, was für Systeme es gibt. Das kommt noch. Haben wir es auch noch ein bisschen seit letztem Jahr. Mittlerweile hat sich so eine elektronische Fräse materialisiert. Man kann diese Schlüssel auch das Ganze machen. Also das ist allein nur, was jetzt bekannt ist an Hauptschlüssel, was diese eine Firma hat. Es gibt dieses ältere System, das sind diese Schlüssel mit den runden Köpfen. Da gibt es drei verschiedene Schlüssel, die jedes Fahrzeug öffnen. Da rechts sieht man diese Schlüssel, wo man die Zylinder entnehmen kann. Teilweise bekommt man die Zylinder auch raus, wenn das Schloss zu ist. Ganz unten ist dieses Bahnenschlüsselprofil, da gibt es mittlerweile auch zwei. Da gibt es Schließung FW und FP. FP habe ich erst seit ein paar Tagen. Und oben, das sind für dieses FS2-System, da gibt es auch einen passenden Schlüssel schon, der dieses Master Key-Profil hat. Und der Hersteller macht es auch besonders eines. Der Hersteller ist die Firma Eurolox. Sie stellt alle diese Zylinder her, in jedem Fahrzeug. Und die Generalschlüssel haben immer die Bitting 1 oder 3. Das heißt, ich stecke diesen Rohling rein. 1 heißt, es ist nicht eingeschnitten, es ist keine Kerbe drin. Und ich muss eigentlich nur noch gucken, die dritte, vierte und fünfte und sechste Scheibe, die muss ich jetzt auf Tiefe 3 einfallen und fertig ist der Generalschlüssel. Das dauert echt so. Ich nehme den Zylinder aus dem Schloss raus, stecke den Schlüssel rein, schreibe mir das auf, tippe das ein und ich habe die Generalschlüssel. Gibt es wohl 8 verschiedene. Mir sind bis jetzt die Schlüssel 4, 5 und 8 bekannt. Wo ich die Zylinder mit in der Hand hatte, das deckte bis jetzt alle Fahrzeuge ab, die ich kenne. Und lustigerweise hat es schon so ein bisschen im Internet herum. Und einzig, wer jetzt wirklich das geschlossen hat, war diese Firma Hero Solution. Die haben bei den neuen Schlössern tatsächlich einen Schließzylinder-Serie genommen, was diesen Generalschlüssel nicht hatte. Also schreiben Sie, ich habe leider noch keine Finger gehabt. Ich werde es natürlich sofort angucken, wenn ich es habe. Oder Sie schicken einem tatsächlich unten so eine Scheibe, wo man das selber machen kann. Oder bieten einen an, dass man die Schlösser umrüstet. Ist zwar keine tolle Lösung, aber wenn der Hersteller tut was und hat das Problem erkannt. Rechts oben ist auch dieser Ausschnitt, das war letztes Jahr in dieser Promobil-Zeitung, das hat es sogar in eine Wohnmobil-Zeitung geschafft, wo man festgestellt hat, ich baue mir ein Zusatzschloss ein und schließe das einfach auf. Das ist so ein bisschen, deshalb unten das Logo Tuwat, Hersteller tut was, macht endlich was gegen diesen Blödsinn, dass man da sowas einbaut und bietet den Kunden einfach diese Umschlüsselschlösser aus. Das sind Wechselsysteme, ich kann dem Kunden einfach neue Schlösser schicken, die werden umgetauscht, schicke ihm einen Demontage-Key dabei und so ein Fahrzeug ist in 10 Minuten umgerüstet und ich hätte diese Problematik nicht mehr. Leider, es passiert nichts, der Hersteller schweigt es tot und baut es weiterhin ein. Warum, weiß ich auch nicht. Und dann kommen wir wieder zum Punkt Fragen. Da hinten. Da kommt auch ein netter Videoengel oder Audioengel. Du hast jetzt relativ moderne Fahrzeuge oder Elemente von modernen Fahrzeugen gezeigt. Ab welchem Alter ist sowas denn nicht mehr drin in den Fahrzeugen? Also sag mal so, dieses Linbus-Geschichte bei den Heizungen, so ab 2010 ist es wohl fähig. Aber wenn ihr die links anguckt, da hat jemand diese Open-Hab-Steuerung gebaut. Bei älteren Heizungen gibt es einen ganz einfachen Trick, um die zu steuern. Da ist ein NTC-Temperatursensor dran, ein separater NTC-Temperatursensor. Und wenn man dort einfach eine passende Gleichspannung vorspiegelt, kann man dort die Heizung relativ einfach regeln. Und der Batteriesensor ist 15 Euro, ist in jedes Fahrzeug einfachst einzubauen. Und der Rest wie Tanksensoren oder etc. ist oder so überall gleich. Da muss ich gucken, was ich habe. Habe ich diese mit diesen einzelnen Pins oder habe ich eine Gleichspannung ausliefert? Also selbst eine Heizungsregelung und eine Infrarot-Sendediode werde ich auch noch drauf machen. Selbst wenn ich eine Klimaanlage mit Fernbedienung habe, kann ich die auch steuern. Also das ist relativ einfach auch in älteren Fahrzeugen machbar. Danke. Noch weitere Fragen? Hier vorne, am weitesten weg. Frühsport gibt es jetzt auch noch. Ich habe jetzt nicht dann nach deinem, auf dem Screenshot nach dem GSM-Chip-Dings da gegoogelt. Aber ich befürchte mal, dass das ein GSM-Modul ist, das kein UMTS kann. Und der Hersteller verkauft das heute noch. Ich meine, das GSM wird demnächst mal abgeschaltet. Das ist nicht so ganz richtig. Was abgeschaltet wird, ist UMTS. Also ich habe... Kommt das auf Sand dran? Okay, also in den USA ist das tatsächlich ein Problem und da wird das Ding eh nicht benutzt. Ja, es ist ein Anachronismus. Der Hersteller hat diese Lösung genommen, weil ich will ja keine Cloud-Infrastruktur bauen. Weil sonst müsste eine Cloud-Infrastruktur haben. GSM wird noch ein paar Jahre lang leben, weil auch noch diverse Notrufsysteme oder Fernsteuerung sind. Aber LTE, M2M ist massiv am Vormarsch. Das wird massiv kommen. Und wir sind mittlerweile bei Chipsatzpreisen von $1 für ein M2M-Modem. Und das ist auch relativ günstig, dass ich das bekomme vom irgendwie Telekom sagt, du willst low-priorisierte Daten haben, hier hast du 5000 IDs und für die eSIM und das ist auch relativ günstig.
Also in der Schweiz hast du, glaube ich, so in einem Jahr oder so kein GSM mehr. Ja, dann für diese schöne Trummer Inet-Box, die kein Inet-Internet spricht, ja. Drummer Idiotenbox oder sowas, keine Ahnung, warum man das so nennt. Es spricht tatsächlich kein Internet, also man spricht über SMS. Ja, das ist dann Elektronikschrott, weil man hat es nicht gedacht, ich mache da ein LTE-Modem rein und spreche da halt ein bisschen Daten. Ich kann es ja noch per Bluetooth steuern, das geht noch. Ich glaube eher, die haben deshalb nur GSM, damit sie mit SMS kommunizieren, so in der Prärie auch Nachrichten senden. Weil es hilft mir nichts, wenn ich mitten in den Berge stehe, in den Österreich-Gebiete, da gibt es keinen Datenempfang, aber kann SMS jederzeit schicken. Ja, also nochmal wiederholen, was den Leuten nicht gehört haben. Ja, es ist richtig, es gibt Ecken, wo kein Internet funktioniert. Also die Grundidee, SMS zu verwenden, ist ja gar nicht so verkehrt. Aber es fehlt halt die Fallback-Ebene. Ne? Ich bin jetzt hier halt mit diesem Teil, ja. Und es ist halt von der Authentifizierung. Ich meine, SMS zu fälschen mit dem Absenderdatum und mal reverse-engineeren, was für SMS schickt das Ding denn eigentlich, ist jetzt relativ simpel, weil ich kann einfach ein altes Handy nehmen, dann sehe ich, was er schickt. Ja. Ich kann ja gucken, was schickt mir die Box, weil dann tue ich die SIM. Nochmal bitte mit Mikrofon. Er müsste ja echt die Telefonnummer fälschen beim Provider. Weil ja, aber ich kann heute SMS, ich kann über das Internet SMS verschicken und die Absendernummer fälschen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Er muss sich aber zuerst eingetragen haben. Die Absendernummer kann man nicht fälschen. Das darf man normalerweise nicht, das ist verboten. Oh, es ist verboten. Ja, also, es wird keiner tun, der was irgendwelche dumme Dinge tun will, wenn man der Batterie leer orgelt. Eine bestehende Rufnummer zu verwenden, normalerweise müsste das der Provider wirklich... Das ist dann ein anderer Fehler. Ja, du kannst über GSM nicht schicken, aber du kannst über, über ein Webinterface SMS schicken. Und das der Witz. Mit einer bestehenden Rufnummer, mit einer öffentlichen Rufnummer? Ja. Freilich, das ist ja das Problem. Das ist ja alles bei VoIP genau das Gleiche, wenn das Nummernspoofing. Du irgendeine gezinkte GSM-Nummer aus einem gewissen Wählbereich, aber nicht von deiner Rufnummer. Von meiner. Ja. Haben wir für die Firma eingesetzt. Dann musst du es aber verifizieren, weil sonst normalerweise dürfen sie das nicht machen. Doch, das ist ein ganz normaler Service. Weil ich weiß schon, das ist, gibt das Problem schon mit Hypnoscreening, dass das da etliche. Ja, das ist aber möglich und das wird auch kommen eingesetzt. Also SMS-Absender zu fälschen ist kein Problem, wie rufen man Absender. Weitere Fragen, hinterher steht noch eine. Gut, da ist noch eine Frage in der Mitte. Hallo, du sprachst gerade von einem Stromsensor oder einem Stromzähler auf Modbus-Basis, um die Batterie zu überwachen irgendwie nochmal. Also nicht diese Batterie-Polklemme, sondern... Nein, ein AC-Stromzähler, ich habe den bei mir eingebaut, habe ich über eBay gefunden. Ah. Das ist ein elektronischer Zähler, der eine Modbus-Schnittstelle hat oder RS-485-Schnittstelle. Ah, okay. Die kann man einfach so kaufen und da kann man aktuellen Stromverbrauch, was er die Kilowattstunde, die man verbraucht hat, die Spannung, das kann man da einfach auslesen. Aber auf der AC-Seite, also nicht auf der Batterie. AC-Seite, ja, ist einfach ein Wechselstromzähler, okay. So wie ich im Wohnmobil habe. Oben. Ich frage mal jetzt noch ganz eigennützig, was muss ich denn machen, wenn ich ein HeoSafe-Schloss ausgetauscht haben möchte durch einen Ersatz von dem Hersteller? Du wendest dich einfach an die Firma HeoSafe und die bieten dir entweder an, dass du es einschicken kannst, dann kostet es irgendwie 7,50 Euro Porti oder die schicken dir diese Scheibe zu. Wenn du diese Scheibe aber selber, die kann man, wenn man diesen Zylinder herausnimmt, ausbaut, die kann man einfach mit dem Schraubenzieher, die ist so ein bisschen eingerastet, reindrücken. Ah ne, das war eine andere Richtung. Und man muss eigentlich nur diese Nase abfeilen. Unten rechts. Was meinst du was? Ah. Mit aktueller Folie. Unten ist so eine Nase dran. Wenn man die abfeilt, dann ist der Generalschlüssel weg. Und das reicht eigentlich. Aber wenn man das nicht selber machen will, die schicken einem diese... Ja, jetzt. Diese Scheibe. Hier unten ist diese Nase. Wenn man das rausfeilt, das ist ein paar Scheiben drin, die schicken einem nur eine Scheibe zu und man kann das an allen Scheiben wegfeilen. Das sind vier Scheiben oder sowas, wo das drin ist. Mit der kleinen Schlüsselfeile ist das rausgefeilt und dann ist das Thema erledigt. Also das kann man wirklich machen und dann verhindert man halt, dass dieser UGL1A heißt, dieser Schlüssel, der in dem Talk vom letzten Jahr drin ist, wenn man den, kann man halt einfach aufschließen. Danke. Weitere Fragen? Gut, wir sind auf die Minute fertig, glaube ich. Dann vielen Dank.
Ich versuche das hier noch irgendwie in das Kontosystem hochzuladen und wer die Präsentation auf das GitHub drauflegen, kann sich darunter schreiben. Und ich bin halt unter der bekannten E-Mail-Adresse erreichbar. Gerne kontribuieren, bringt gerne Sachen mit ein, schmeckert am Schaltplan rum. Es ist alles noch Beta. Ich versuche das irgendwie vor dem Camp fertig zu bekommen. Das heißt, ich möchte irgendwann im Ende Juni, Anfang Juli die Leiterplatten bestellen und bestücken. So, wer eins haben möchte, kann es gerne sagen. Ich werde es zum Selbstkostenpreis abgeben, weil ich möchte daran kein Geld verdienen. Das ist einfach ein Beitrag an die Community. Und bringt eure Ideen ein. Dafür ist es gemacht und es ist für euch.